herzlich willkommen zu Ark Genesis Part 2. Ist es wirklich passiert? Das DLC ist released, ob man es glaubt oder nicht, auch auf dem PC. Und wir können uns jetzt endlich ins Abenteuer stürzen. Und ich denke, ich erzähle auch gar nicht viel mehr. Wir hatten genug Previews. Ihr wisst alle, worum es geht. Wir starten direkt ins Spiel. Okay. Nicht so gut. Oh man, that's really got you good. No worries, just hang in there for a second. Ja, lass dir Zeit. Good news. Your armor kept you mostly in one piece. So, quick update. This isn't a simulation. We're really on a ginormous spaceship. And the ship's being taken over by... Now what are you two little gnats up to? This is to be mine. Okay, time to get away from all these tentacles and prying eyes. This might feel a bit weird. Weißer Bildschirm. Alrighty then. So, how do the humans put it? I've got some good news and some bad news. Ja, hau mal raus, ne? On the positive side, this colony ship is still operational. Rockwell hasn't completely taken over its control systems yet. The bad news is, he's diligently working on doing just that. We need to head to the nearest uplink pad and interface with the ship's various subsystems. Through a virtualized representation of those control systems, we can challenge Rockwell's efforts. If we're able to do that to enough of the subsystems, then we might weaken him enough to confront Rockwell himself, or whatever's left of him, on the ship's main bridge. Yeah. It's okay. A long shot, but if anyone can pull it off, it's you, Survivor. Well, let's get to it then, shall we? Ja, lass mal loslegen, ne? Also, es geht wieder gegen Rockwell. Die Story geht praktisch da weiter, wo sie bei Genesis 1 geendet ist. Das heißt, wir werden hier von Rockwells Tentakel durchs Raumschiff gezerrt und unser HLNA befreit uns dann, indem es dann eine Tür schließt und den Tentakel praktisch zerschneidet und uns dann hier runter auf die Welt teleportiert. Also praktisch in eines der Biome auf dem großen Colony Ship. Und hier wohnen wir jetzt erstmal. Und versuchen von hier aus Rockwell praktisch zu schwächen, planen hier unser weites Vorgehen, um den dann möglichst irgendwie von diesem Schiff zu entfernen. Ne? Und das ist jetzt keine Simulation mehr, sondern wir sind hier tatsächlich lebendig in Fleisch und Blut unterwegs. Und wenn wir gefressen werden, dann werden wir gefressen. Ne? Hat spielerisch keine Auswirkung, aber so geht die Story. Und ja, wir müssen ihn halt schwächen, um dann später auf der Brücke, also praktisch auf der Brücke dieses Colony Ships, gegen Rockwell wieder anzutreten, denke ich mal. Und das wird dann, keine Ahnung, wie viel der Kampf gegen Rockwell. Dritte, vierte? Ich glaube, mit Aberration ging das los, ne? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gegen Rockwell gekämpft. Das wird dann praktisch der finale Kampf gegen Rockwell. Okay. Ja, wir haben ja den Start praktisch schon gesehen im Stream, wenn ihr dabei wart. Von dem her wissen wir schon so ein bisschen was. Für alle, die nicht dabei waren, wir sind jetzt mit Tech Gear praktisch vom Start aus unterwegs. Spawnen auch immer wieder in diesem Tech-Gear, das heißt, wir brauchen gar keine Stoffrüstung mehr oder sowas in der Art, sondern wir haben immer diese Federation-Suit an. Und die funktioniert auch genauso wie das normale Tech-Gear. Das heißt, es startet richtig techy. Das ist also mal ein richtiges Tech-Add-on jetzt, wo man von Anfang an auch mit Tech unterwegs ist und das ganze, ja, Start-up-Gameplay so ein bisschen ausfällt, das Überleben. Das gibt es jetzt eigentlich nicht mehr. Und noch dazu ist die Welt richtig schön. Und gar nicht mal so gefährlich, wie man das jetzt erwartet hätte. Die letzten DLCs waren ja alle so ein bisschen brutal. Das hier ist eher so ein bisschen entspannter. Zumindest am Anfang. Falls ihr den Release-Livestream jetzt am Donnerstag verpasst habt oder euch einfach den Release nicht geben wolltet, weil es schon wieder so viele Verzögerungen gab, dann habt ihr die Chance, am Samstag nochmal reinzuschauen. Ich werde Samstagabend nochmal von unserem Genesis-Community-Server streamen, der übrigens von G-Portal gesponsert ist. Und wenn ihr einen eigenen Server euch holen wollt, dann empfehle ich euch auch wie immer G-Portal. Ihr findet in der Videobeschreibung auch einen normalerweise 5% Rabattlink, der jetzt aber für die erste Woche von Genesis
10% Rabatt auf alle Gameserver bietet. Also wenn ihr noch keinen habt und überlegt, einen zu holen, dann tut es jetzt. Das ist die perfekte Gelegenheit. Gut, so viel mal zu den Plänen rund um Genesis 2. Ihr könnt euch also so ein bisschen in den Streams spoilern. Da sind wir dann natürlich schon weiter als ich im Singleplayer. Ihr kennt es ja, auf den Servern, da ist der Fortschritt schon immer deutlich rapider. Wir machen das hier ganz gechillt, ganz entspannt, gucken uns die Welt im Singleplayer an und gewöhnen uns erstmal daran, dass wir von Anfang an mit Techsuit unterwegs sind. Das gibt uns natürlich ganz neue Möglichkeiten. Natürlich habe ich auch unseren kleinen Chibi dabei. Unseren Chibi Shadowmane, der muss sofort hier raus. Wie heißt du denn? Chip. Chip, unser Chibi. Meine Chibis heißen alle Chip. Und den können wir dann auch wieder hochleveln. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Wir sind natürlich auch schon relativ gut dabei, was die Levels angeht. Also wir haben schon so ein paar Levels zusätzlich freigeschaltet auf dem Charakter. Da habe ich uns extra einen geholt, der schon so ein bisschen was vorher gemacht hat. Ja, was ja ganz wichtig ist, dass man immer schon ein Savegame hat, mit dem man vorherige Bosse besiegt hat und so weiter in Ark, damit wir dann auch in die höheren Levelbereiche vorstoßen können. Gut, hier sind auch die ganzen Skins drin. Die brauchen wir überhaupt nicht, weil wir haben ja diese Rüstung sowieso schon an und die geht uns auch nicht verloren. Das heißt, wir laufen jetzt immer mit dieser Federation Exosuit rum und die hat auch schon so ein bisschen Armor hier, 20 Armor Wert. Ich denke, wir tauschen die dann doch später wieder gegen die normale Techsuit aus. Aber bis dahin werden wir die dann wahrscheinlich tragen. Ist alles ein bisschen ulkig. Ist jetzt ein bisschen was Neues, ne? Aber das ist ja auch gut so. Wir wollen wieder ein bisschen Abwechslung. Und das bietet Genesis 2 offensichtlich. Wir haben auch wieder den Shop, also diesen Hexagon-Shop. Got some hexagons you're keen to spend? So ähnlich, wie wir den auch schon kennen. Ich glaube, der ist ein bisschen größer als in Genesis 1. Da gibt es so ein paar mehr Sachen, glaube ich. Wobei das auch so ein bisschen geändert wurde. Möglicherweise gibt es das auch alles schon in Genesis 1. Was auf jeden Fall neu ist, ist, dass wir jetzt Engram Points kaufen können. Also es gibt wieder diese drei coolen Loot Crates, es gibt jede Menge Ressourcen und es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Engram Points zu kaufen. Das heißt, ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit, früher oder später sämtliche Engrams freizuschalten ohne Mods. Einfach dadurch, dass ihr hier weitere Engram Points freischalten könnt. Das ist eigentlich mal eine ganz coole Neuerung. Ist aber auch nicht ganz günstig, ne? Also die kosten hier 20 Engram Points, kosten 1000 von diesen Shards, von diesen Hexagons. Just browsing? Ja, ja, wir gucken nur mal, ne? Vielleicht kommen wir später wieder, wenn wir so ein paar Hexagons übrig haben. Bis jetzt haben wir noch gar keine. Okay, dann starten wir jetzt mal langsam. Genug geredet. Wir stürzen uns in die Welt. Und ihr seht auch schon, wir haben momentan schon so einen Explorer-Node-Buff. Das heißt, wir leveln auch super schnell. Was natürlich auch wunderbar ist. Das sollten wir eigentlich nutzen und so ein bisschen Ressourcen farmen und so, die wir auch brauchen. So, wunderbar. Ein paar Beeren oder so. Oder mal runter? Ja. Okay. Passiert ja nichts. Wir können ja problemlos überall runterspringen. Das ist natürlich auch ganz angenehm. Und ja, wir sind jetzt in einem dieser Biome auf dem Raumschiff unterwegs. Wir wissen ja schon, hier gibt es mehrere so Kuppeln auf dem Raumschiff. So kleine Biomkuppeln. Und in einer von diesen Kuppeln sind wir jetzt unterwegs. Wir sehen auch so ein bisschen das Weltall, ne? Wir sehen auch Wolken. Also irgendwie ist da noch so eine Art Atmosphäre drin oder das ist nur eingeblendet und die gibt es gar nicht wirklich. schwer zu sagen. Man sieht auch nicht so wirklich, ob die Wolken, die sehen eigentlich aus, als wären sie außerhalb, ne? Außerhalb des Doms. Aber außerhalb ist das Weltall, also kann das nicht sein. Super komisch. Vielleicht gibt es da noch so einen Zwischenbereich, wo dann die Wolken rumfliegen. Unter den ersten Tiles. Was mir auch aufgefallen ist, diese Tiles, diese Dome-Tiles, die sind nummeriert, ne? Ihr seht in der rechten oberen Ecke der Tiles, das ist unterschiedlich. Schwer zu sagen. Das sieht man nicht immer. Da sieht man das so ein bisschen. 129? Auf jeden Fall stehen da überall Nummern drauf. Irgendwas in den 120ern. Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass das Koordinaten sind. Dass wir wissen, wo wir unterwegs sind. Auf jeden Fall ist das interessant. Ist mir nochmal so aufgefallen. Okay, also wir sammeln jetzt erstmal gechillt Ressourcen und starten dann ähnlich wie in allen ARK-Episoden, damit, dass wir uns die wichtigsten Sachen erstmal herstellen. Was wir halt nicht brauchen, ist eine Rüstung. Das ist so der große Unterschied. Wir haben jetzt schon 15 Level-Ups. Okay, dann leveln wir mal so ein bisschen Gewicht. So, den Rest geben wir erstmal in Hitpoints. Gut,
Und dann können wir auch schon gut freischalten. Wir haben so ein paar Mods drauf. Also wir haben zum Beispiel die Superstructures Mod dabei. Wir haben auch eine Stacking Mod dabei. Das heißt, wir starten jetzt mal nicht komplett Vanilla. Wir haben einfach schon zu viel Vanilla Ark gespielt. Wir starten jetzt mal mit so ein paar, ja, Convenience Mods praktisch. Gut, was brauchen wir denn noch? Wir bräuchten ein Bett. Na, das können wir bestimmt schon freischalten. Mod und Pestel. Zelt. Spyglass. Wir haben auch das Awesome Spyglass zum Beispiel dabei. Da ist das Bettchen. Ja, damit. Cooking Pot. Bolas. Natürlich den Bogen, ganz wichtig. Und das Taxidermy Tool. Auch super wichtig. Okay. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Wir könnten auch mal wieder den Boomerang auspacken. Der ist eigentlich auch mal ganz nützlich. Spark Powder. Und Fishing Net. Okay. Water Skin. Gut. Dann können wir jetzt langsam loslegen. Wir brauchen erstmal die wichtigsten Tools. Da fangen wir nach wie vor an mit Steintools. Also wir haben zwar eine Tech-Suit, aber die Ressourcen werden mit Steintools gesammelt. Das ist auch ganz interessant. Ich glaube, ich muss hier mal aufräumen, ne? Nehmen wir mal so ein paar Palmen mit. Ein paar Steine. Und dann suchen wir uns, glaube ich, als erstes mal eine coole Location für unsere Base. Wir können ja von Anfang an fliegen. Das kostet uns auch nichts. Also wir können jetzt aktuell ohne jedes Element durch die Gegend fliegen. Wir können auch unsere Power Fist hier nutzen, um irgendwelche Sachen kaputt zu machen oder Enten zu ärgern, zu jagen und... Oh, die war aggressiv. Okay, du hast angefangen, ne? Haben wir schon die... Moment, wir brauchen noch die Keule. Dann können wir nämlich direkt mal anfangen, so eine richtige Hightech-Ressource zu sammeln. So. Ein Kochpot brauchen wir, einen Bogen können wir direkt mal herstellen, ein paar Pfeile. Das Ding brauchen wir. Schön der Reihe nach, ne? So. Komm auf die 4. Okay, das dauert jetzt einen Moment. Wir können so lange mal den Vogel ein bisschen keulen. Ja, kennen wir ja. Arg und so. Wir hauen jetzt auf dem rum und bekommen Organic Polymer. Das ist super cool. Das Zeug ist nicht so einfach zu beschaffen meistens. Hier sind aber überall so Enten unterwegs. Und aus denen bekommen wir unglaublich viel davon. Was ja schon mal eine sehr schöne Geschichte ist. So. Jetzt haben wir das Ding auch. Cooking Pot haben wir auch schon am Start. Wir starten jetzt einfach mal und machen so einen Rundflug. Ich will unbedingt wissen, was das da ist. Das sieht komisch aus. Hier gibt es diverse Strukturen, die wir noch nicht so richtig einordnen können. Also ich auf jeden Fall nicht. Zum Beispiel diese. Und was mag das wohl sein? Man weiß es nicht. This is a Terran Federation starship. And it's been searching for a habitable world for generations. Just imagine how much effort it must have taken to gather all of this up and shoot it off into space. Okay. Das war also ein Raumschiff der Terraner, also der Erdbewohner praktisch, oder? Und die haben gesucht nach anderen bewohnbaren Planeten. Okay. Ja, und dafür mussten sie diesen ganzen Kram praktisch ins All schießen, ne? Auf dem wir jetzt hier leben. Das ist schon ein ziemlich großes Raumschiff. Hoffentlich hat sich's gelohnt. Okay, und das hier ist irgendwie ein Teil davon. Was auch immer das genau ist. Man weiß es nicht. Vielleicht finden wir das noch raus. Aber unser HLNA gibt uns immer wieder so Tipps. Also es gibt ganz viele Point of Interests auf der gesamten Map. Und jedes Mal, wenn wir sowas finden, bekommen wir auch wieder diesen Explorer Node Buff. Was halt beim Leveln ziemlich stark beschleunigt, wie wir schon bemerkt haben. Also ich mache eigentlich nicht viel, aber dadurch diesen Buff bekommen wir unglaublich schnell Levels. Bisschen Fortitude. Ich weiß nicht, wie viel wir hier jetzt wirklich brauchen. Das müssen wir noch rausfinden. Ich glaube, wir brauchen auf Genesis 2 gar nicht viel Fortitude, weil es hier keine so extremen Biome gibt. Gehen wir mal ein bisschen in Hitpoints. So. Und da vorne ist ein Drop, da gehen wir auch mal hin. Mal schauen, was da so an Bord ist. Boah, das ist ein orangener Drop. Okay. Wir müssen gleich mal auf die Map gucken, wo wir eigentlich unterwegs sind. Und fast geschafft. Supply Crate. Take off. Das sieht ziemlich gut aus. Wir haben bekommen 50 Metal Irrigation Pipes. Okay, wir haben ein Laser Attachment bekommen. Wir haben den Fabricator, das ist auf jeden Fall gut. Und zwei Reinforced Trapdoors, ne? Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass in Ark die Supply Drops wirklich was bringen. Also das macht auf jeden Fall Sinn, die mitzunehmen, wenn ihr irgendwo einen seht. Ich glaube, es gab
vielleicht ein, zwei Mods, wo die Supply Drops was Gutes dabei hatten, ne? Ansonsten waren die schon immer komplett nutzlos. Okay. Und Quetzel. Und ein Wasserfall. Mega cool. Und dieses Gerät hier sieht genauso aus wie das letzte, ne? Davon gibt es wohl mehrere. Und da unten ist so ein Quest-Terminal. Also auch in Genesis 2 gibt es wieder Quests. I found some harmless looking sims in the Genesis file base that interface with the shipboard functions. They're the perfect way to sneak you into the mainframe, so you can retake control of this ship. This looks like a journal entry from the shipboard database. Huh. Could be an interesting read. Okay. Ja, also wir können hier dann praktisch auf das Schiff zugreifen, auf das System des Schiffs. Was ist das? Explorer. Okay. Gabriel 13. Wer ist Gabriel? Den kennen wir gar nicht. Also Nida hat scheinbar so ein paar von den Spielen hier entwickelt und Gabriel hat die getestet und fand die aber scheinbar nicht so gut. Dem ist scheinbar schlecht geworden davon. Okay, ganz interessante Hintergrundgeschichte. Und das hier sind eben diese Quest-Terminals. Hier können wir uns die Mission anzeigen lassen, was wir auch im Inventar natürlich können. Da ist auch wieder dieser Quest-Tab mit drin, Mission-List. Und da gibt es wieder jede Menge Missionen zu erfüllen, die uns alle diese Hexagons bringen, wovon wir uns dann irgendwelche coolen Sachen kaufen können. Und es gibt echt viele. Also es gibt wieder so Races, es gibt irgendwas mit Kämpfen. Aber wir können auch wieder Dinosaurier verfolgen, okay. Survive the Ark, was ist das? Starwing Strike. Ich glaube, das haben wir im Trailer schon gesehen. Star Dolphin. Slipstream Sweep. Es gibt ziemlich viele Races, das ist cool. Shadow Main Prowl. Parasail Roundup. Okay, die werden wir dann alle wieder der Reihe nach durchgehen. Momentan sind wir, glaube ich, noch nicht so weit. Da gibt es ein paar, die sind auch nicht ohne. Und Bulbdog Fetch dürfen wir, glaube ich, nur nachts machen. Hier ist zum Beispiel so ein Timer, deswegen dürfen wir das aktuell nicht machen. Das hier ist, glaube ich, das haben wir, glaube ich, angetestet im Stream. Das war nicht so gut. Müssen wir erstmal so ein paar Waffen ranschaffen und uns ein bisschen weiterentwickeln, bevor wir das dann auch packen. Aber die bringen alle ziemlich viele Hexagons. Das Race bringt komischerweise ziemlich wenig. Okay. Finden wir noch raus. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo es diese Terminals gibt. Und wo wir dann da questen können. Genau, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf die Map. Wir gehen mal hoch zu dem Wasserfall. Das ist ganz schön. Kann man da irgendwo, gibt es irgendwelche Höhlen? Wer weiß. Bestimmt gibt es auch wieder Höhlen, oder? Hier ist kein. Hier ist nur ein Wasserfall. So. Gehen wir mal da auf die Brücke hoch. Und das ist gar kein Wasser. Das ist, ja, an sich ist es schon Wasserfall. Aber im Prinzip ist das eher so eine Art Staudamm. Ne? Das ist dann wohl so ein Onboard-Kraftwerk, also was in der Art. Yeah. Okay. Also wir sind jetzt im Moment in dem nordöstlichen Teil der Map unterwegs. Der ist einmal unterteilt durch diesen riesigen Graben, den man da sieht auf der Map. Ne? Das heißt, wir gucken da jetzt mal vor, was genau das für ein Graben ist. Gucken uns den so ein bisschen an. Und da ist er. Der ist ziemlich groß. Gut. Was läuft da rum? Ein Bronto. Also das ist einmal dieser riesengroße Graben, der praktisch horizontal über die gesamte Map läuft und ja, die Map so ein bisschen unterteilt. Da haben wir schon geguckt. Die Biome sind, also ändern sich jetzt nicht großartig, wenn wir darüber fliegen. Das ist auch noch relativ friedlich, relativ schön, so wie hier bei uns. Sieht ganz ähnlich aus, sieht man auch auf der Map. Aber da ist halt mittendrin dieser riesengroße Graben. Außerdem gibt es diesen horizontalen Graben oder was? Hier in der Richtung. Der ist was anderes. Und zwar sind die Kuppeln hier auf dem Raumschiff. Die sind getrennt voneinander durch ein Teil, so ein Bereich Weltraum praktisch. Das heißt, wir müssen erstmal durchs All, um in den anderen, in die andere Kuppel, in den anderen Ring zu kommen. Das hier sind ja alles so Ringe auf diesem Raumschiff, Habitatringe praktisch. Und wir befinden uns in diesem einen Ring, deswegen biegt er sich auch so. Ja, der geht ja da zum Ende hin hoch. Also das ist praktisch ein großer Ring,
Einmal rund um das gesamte Raumschiff. Und ich denke mal, der dreht sich dann so, dass wir hier Gravitation erzeugen und so. Und hier halt leben können, so wie auf einem habitablen Planeten. Und der nächstgelegene Ring von uns ist eben links, da in der Richtung. Da ist der nächste Ring. Dann müssen wir aber einmal kurz durchs All, um da hinzukommen. Da wir schon den Techsuit anhaben, können wir das auch machen. Wir können einfach durchfliegen und rüber gucken. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Da will ich noch gar nicht viel spoilern. Das machen wir dann, wenn wir so weit sind. Da drüben ist es nämlich ein bisschen gefährlicher als hier. Das hier ist sozusagen der Starterring. Wir suchen uns stattdessen jetzt erstmal eine coole Location, wo wir unsere Base hochziehen. Und schauen uns einfach mal so ein bisschen auf der Map um. Hier gibt es ja auch so ganz viele Tower, die ganz interessant aussehen. Ne? Hier ist zum Beispiel so eine Art, was ist das? Irgendeine Art Tower, wozu auch immer der mal gut gewesen ist. Auf jeden Fall ziemlich coole Aussicht hier. Ne? Der ist schon relativ hoch. Und da unten wachsen auch überall Sachen. Hier. Und sein Durchgang? Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. Unglaublich. Ich denke, wir suchen uns jetzt erstmal eine Base-Location, starten so ganz gemütlich und dann werden wir die gesamte Map mal genau unter die Lupe nehmen und uns angucken, was es hier alles gibt. Da bin ich mega gespannt. Es gibt zum Beispiel auch Teleporter da unten. Die Stegos sind auf so einem Teleporter unterwegs. Über diesen Teleporter können wir uns nach unten teleportieren, auf die unterste Ebene dieses Grabens praktisch. Tschüss, Stegos. Die sind nicht mitgekommen, ne? Nee. Oh. Say hello. Hallo. Who's up for a bit of exploring? Wir dürfen auch wieder mit unserem HLNA reden und die gibt uns dann hin und wieder mal so ein paar Hexagons. Genauso, das ist hier der Grund dieses Grabens. Hier kann man auch so ein bisschen schwimmen. Also hier gibt es auf jeden Fall auch Fischis. Gefährliche Fischis. Große Fischis. Da gehen wir jetzt auch erstmal nicht runter. Das ist dann was für später. Und wir können es hier wieder hochteleportieren, falls wir kein Flugtier dabei haben. Bam, und dann sind wir wieder hier oben. Aber ich glaube, höher können wir dann nicht. Das heißt, den Rest da hoch müssen wir dann wieder fliegen. Okay, dann gucken wir mal ein Stück weiter. Da ist noch so ein riesiger Control Tower hier. Das ist, glaube ich, der größte. Mal gucken, ob unser HLNA uns irgendwas erzählt dazu. Aber sieht jetzt nicht so aus. Sehr rätselhaft. Also hier gibt es riesengroße Türme. Da sind noch mehrere so Antennen oder sowas. Da hinten ist schon wieder ein Drop. Da müssten wir eigentlich sofort hinstürzen. Das sieht schon echt schön aus, oder? Also die Map gefällt mir richtig gut hier. Dieser Ring. Diese Seite des Rings praktisch. Da hinten ist ja noch die andere Seite. Aber das ist echt schön. Super cool. Oh, was ist dies? Yeah. Das ist ja cool hier. Irgendeine Art Hangar. Das sieht sehr praktisch aus. Das sind Plant Species X und die geben ziemlich viele Seeds. Wunderbar. Yeah. Oh, da ist ein Pronto. Da sieht man so ein bisschen, wie groß diese Struktur eigentlich ist. Ne? Da sieht der Pronto ja klein aus dagegen. Yeah. Okay. Also irgendwie hängt mir das hier so ein bisschen als Base Location raus, wenn ich ehrlich bin. Das könnte doch funktionieren, ne? Also Platz haben wir hier auf jeden Fall genug. Ist natürlich ein bisschen dunkel da drin, also wir müssten so ein paar Lampen installieren. Aber das wäre ja kein großes Problem. Und wir sind auch ziemlich zentral gelegen hier. Ich denke, das ist eine gute Idee, oder? Was meint ihr? Ich glaube, wir bauen uns da drin ganz gemütlich auf. Da gibt es ja auch ziemlich viele Ressourcen drin. Ja, da gibt es ja sogar Bäume. Die könnten wir natürlich auch stehen lassen. Ist ein bisschen schöner dann, ne? Das ist ja eigentlich ganz nett mit den Beeten. Das sind keine Büsche, also das sind Bäume. Wir könnten hier auch Holz ernten. Ich denke mal, die wachsen auch nach, wenn man die aberntet. Das ist total cool. Das ist so eine... Another journal entry from the ship's database. Huh. Wonder who logged this one. Das ist so eine Hydroponic Farm, ne? Mega cool. Das gefällt mir hier. Okay.
Also ich glaube, weitere Durchgänge gibt es hier nicht, aber wir haben Wasser. Wir können hier trinken. Wir haben Pflanzen drin. Wunderschön. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Licht. Die Base Location ist eigentlich so ideal, dass ich mir vorstellen könnte, dass das die Nummer 1 Location überhaupt wird. Also richtig, richtig praktisch. Es gibt hier Rampen, ne? An den Eingängen. Der Boden ist super eben. Drin ist es halt so ein bisschen dunkel und verwinkelt, ne? Aber ansonsten ist es echt schön hier. Super cool. So, dann bauen wir uns hier mal ganz gemütlich auf. Erstmal mit einer schönen Holzkiste, so wie wir das kennen. Und dann looten wir möglichst viele Drops, weil da sind immer irgendwelche Hightech-Items drin. Das heißt, wir müssen die dann gar nicht mehr herstellen. Und dann bringen wir das alles hier hoch. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, dass wir hier immer hoch müssen. Aber wenn wir Flugdinos haben, dann ist das erstmal kein Problem mehr. Wir können uns Cryopods auch wieder kaufen. Die gibt es ja im Shop. Das heißt, wir können alle Dinos super einfach hier hochbringen. Das ist gar kein Problem. Die kosten nur 500 von den Hexagons. 300 haben wir schon. Nee, Moment. Sieht das alles ein bisschen teuer aus, ne? Wir müssen uns noch ein paar Hexagons schenken. Oder wir müssen endlich mal so eine Quest machen, dass wir uns da ein paar Sachen leisten können. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine Base Location. Dann gehe ich jetzt erstmal ein paar Ressourcen ran schaffen. Und dann bauen wir uns hier ganz gemütlich auf. Ich denke, wir bauen uns erstmal eine kleine Holzhütte. Die passt hier halt nicht wirklich rein, ne? Aber vielleicht geht's auch ohne Holzhütte. Vielleicht leben wir einfach mal so ein bisschen im Freien, bis dann unser Tech-Haus steht. Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Das heißt, wir bauen uns erstmal so eine kleine Holzhütte oder beziehungsweise überhaupt mal eine Holzplattform, dass wir die wichtigsten Sachen hinstellen können. Mortar und Pestel, wir brauchen dann ganz dringend die Refining Forge und alles, was da so dazugehört. Das heißt, wir brauchen so ein paar Foundations. Wir brauchen auf jeden Fall einen Stuhl, das ein bisschen gemütlicher ist. Und wir brauchen ganz viel Hide. Das heißt, wir müssen jetzt Tiere jagen gehen, ne? Okay. Dafür brauchen wir ja keine Waffen. Wir haben natürlich den Bogen schon hergestellt, aber ich glaube, den brauchen wir hauptsächlich mal, um Tiere zu betäuben. Weniger, um irgendwen zu töten, weil dafür haben wir unsere Powerfaust-Angriffe. Schauen wir uns mal die Gegend an, in der wir hier gelandet sind. Ob das wirklich eine gute Base-Location ist. Also, viele Tiere sind hier schon mal nicht unterwegs. Das ist meine Kiste. Da können wir dann direkt mal die ganzen Sachen mit hochnehmen. Die sind so ein bisschen schwer, die Rohre. Deswegen habe ich die erstmal hier gelassen. Die müssen wir dann noch mit hochschleppen. Ich denke, ich lasse die jetzt erstmal für einen Moment hier und trage die dann extra einzeln hoch, weil die sind echt super schwer. Okay. Gibt es hier echt kein Leder? Leder ist halt schon wichtig, ne? Wir könnten mal in den See springen und gucken, was sich da so rumtreibt. Da sind Fischis. Irgendwo habe ich so einen Lurch gesehen. Oh, da ist ein Otter. Ein Dimetrodon. Was ist mit dem los? Ist der ertrunken? Nee, der schwimmt da einfach. Was ist denn mit dir? Ja, hallo? Okay. Jetzt schwimmt er weiter. Oh, da kommt Piranha. Nicht so gut. Ich kann unter Wasser nicht angreifen, ne? Das ist schlecht. Ich will ja trotzdem diesen Fisch töten. Wo ist er denn? Da kommt er, oder? Nee. Also ich glaube, es gibt Piranhas. Das sah schon sehr nach Piranha aus. Aber ansonsten ist es echt entspannt. Das ist unser... Oh, da ist er. Gewesen. Ich habe ihn erwischt. Gut. Gib uns dein Fleisch. Dein Fischfleisch. Ach so. Wir könnten uns den Otter mal direkt holen eigentlich, ne? Weil wir sowieso schon hier sind. Wir haben doch einen Bogen. Damit können wir auch fischen. Nee, können wir nicht. Aber vielleicht gibt es auch eine Powerfaust. Wir müssen jetzt ein bisschen Tech-Gear üben und so. Ich habe das schon länger nicht mehr verwendet. Wo ist denn der Fisch jetzt hin? Der Fisch ist weg. Hat er sich aufgelöst? Der war doch eben hier. Ah, da ist er. Kann ich von hier aus den Fisch erwischen? Nee. Okay, da müssen wir den Bogen nehmen. Also wir brauchen doch irgendwie einen Speer zum Speerfischen. Oder wir brauchen eine Armbrust. Wo ist er? Ist er da noch? Nein. Das ist auch nicht so einfach. Wir brauchen für den Otter so einen Fisch. Lachse gibt's hier gar nicht, ne? Das sind alles nur so Coals. Können wir den boxen? Wie viele Hitpoints hast denn du? Kollege?
Wir haben ja noch die Keule, ne? Au, au, au! Piranha! Wo ist er? Da ist er. Aua! Okay. Schaffen wir den? Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Wir hauen mal ab. Ich baue erstmal einen Speer. Immer schön der Reihe nach. Wir brauchen jetzt erstmal einen Speer, dass wir überhaupt fischen können. Und dann holen wir uns einen coolen Otter. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Aber die sind halt mega süß. Es gibt ja keine so richtig warmen oder kalten Biome, glaube ich. Hier ist es überall super gemäßigt. Wir haben jetzt 20 Grad knapp, 19 Grad, obwohl es regnet. Also sehr entspannt hier auf der, in dieser Kuppel. So, haben wir alles, was wir brauchen? Speer. Nehmen wir mal zwei her. Wir brauchen noch Flint. So, ganz so OP sind wir dann doch nicht. Also unter Wasser funktioniert die Techsuit nicht so gut. Beziehungsweise wir haben halt einfach keine Angriffe unter Wasser. Das heißt, da brauchen wir dann doch noch ein paar Waffen. Und der Piranha war nicht ohne, ne? Der war ganz schön stark. Den holen wir uns jetzt. Da war ein Lurch. Wo ist der Piranha? Da ist eine Ente. Da ist noch eine Ente. Aber es gibt halt nicht wirklich viele gefährliche Tiere hier, ne? Das ist super gut. Bis jetzt ist es relativ entspannt. Ist das ein Piranha? Das ist er. Das ist er. Der fiese Piranha. Okay, ich hab ihn. Den verfüttern wir jetzt. Hey Otter, magst du einen Piranha? Der ist ganz frisch. Probier den mal. Okay. Er hat ihn genommen. Jetzt brauchen wir noch einen. Nehmen wir mal so einen normalen Fisch. Da ist er. Magst du noch einen? Nee. Er hat noch keinen Hunger. Okay, dann warten wir den Moment noch ab. Zähmen erstmal einen Otter. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und dann gucken wir weiter. Wir können halt jetzt unendlich lange tauchen. Das ist auch so eine Sache des, der Techsuit. Wir sind halt jetzt immer mit Techsuit unterwegs. Bam! Otter! Was bist du denn du für ein Otter? Du bist ein Männchen. Wie nennen wir dich? Wir gehen erstmal aus dem Wasser raus. So. Und da müssen wir mal rausfinden, was hier eigentlich so für Tiere auch unterwegs sind in der Gegend, ne? Bis jetzt haben wir noch nichts super Spannendes gesehen. Es gibt ziemlich wenige Fleischfresser, was ja eigentlich für uns ganz entspannt ist. Dann haben wir hier keinen Stress. Wir haben Stegos gesehen, wir haben Brontos gesehen, wir haben Otter gesehen. Die Metrodons wären noch ganz gut, ne, wenn wir dann irgendwann mal Eier ausbrüten wollen. Da könnten wir uns auch einen holen. Ansonsten haben wir noch nicht viel gesehen. Nicht mal ein Raptor oder sowas. Ein Dillo haben wir, glaube ich, schon gesehen. So, du brauchst jetzt noch einen Namen. Weasel. Weasel, unser Otter. Okay. Gut. Da ist ein Petri unterwegs. Das ist schön. Flugtiere gibt es also auch. Dann brauchen wir jetzt dringend Narcotics. Da unten sind Biber unterwegs. Die gibt es also auch. Und natürlich Diplocaulus, die Lurche. Da müsste hier doch auch ein Biberdamm sein, oder? Das wäre total gut. Das ist ein Piranha. Ich sehe keinen Biberdamm. Ich hoffe, die Biber bauen hier Dämme. Das wäre gut für uns. Ich sehe aber jetzt aktuell keinen. Also sehr schön, in den Seen hier gibt es scheinbar auch Biber. Warte auf mich. Ich brauche dein Leder. Okay, wir jagen jetzt mal so ein bisschen diesen Diplo. Kaulus. Oh, Piranhas. Au, 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 au. Hör auf, lass das. Er flieht. Oh, ich habe ihn verfehlt. Ist das der gleiche oder ist das sein Freund? Ich komme nicht weg. Okay. Das war ganz schön gefährlich. Oh, nee. Das ist ein bisschen risky. Aber wir brauchen dringend ein paar Steaks. Und Leder. Was machen wir denn jetzt? Ich will mein Diplocaulus. Man sieht die Piranhas hier total schlecht. Ich habe keine Ahnung, wo die hin sind. Okay. Die haben auf jeden Fall unseren Diplocaulus gegessen. Und hier gibt es Silica Pearls. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Also ich bin so ein bisschen auf der Suche nach Leder.
aber das ist doch gefährlicher als gedacht. Unser großer Bonus ist natürlich, dass unsere Rüstung nicht kaputt geht. Also unser einziges, das Einzige, worauf wir achten müssen, ist einfach nur, dass wir nicht sterben. Das ist auch sehr praktisch. Wir können keine Rüstung abnutzen. Und wir halten auch ziemlich viel aus mit der Rüstung. Gehen wir mal noch ein bisschen in... Was brauchen wir denn am dringendsten? Brauchen ein paar Hitpoints, oder? Ungewohntes neues Gebiet. Das ist immer gefährlich. Hier ist ziemlich wenig los. Ein bisschen mehr Leder würde ich mir jetzt schon wünschen. So, da sind wir wieder. Zu Hause sozusagen. Wir müssen jetzt alles zusammen haben, um uns die wichtigsten Dinge herzustellen. Zum Beispiel ein paar Bolas. Und natürlich Mortar und Pestle, ganz dringend. Dass wir uns Narcotics herstellen können. Außerdem brauchen wir natürlich eine Refining Forge zum Metall veredeln. Und so ein Kühlschrank wäre auch nicht verkehrt. Ne? Dafür müssen wir uns dann erstmal so ein bisschen Spark Powder herstellen natürlich. Ich denke, wir bauen uns jetzt erstmal hier so am Rand auf. Wollen wir uns unten aufbauen? Ja, warum nicht, ne? Könnte man machen. Oder hier oben in der Ecke. Unten im Gemüse, im Gemüsebereich praktisch, wäre eigentlich schon ganz schön. Aber dann müssen wir immer runter. Egal. Wir haben ja den Tank gesucht. Super easy hoch und runter. Dann bauen wir uns hier jetzt so eine kleine Holzhütte mit in die Tech Area rein. So. Bam. Und dann haben wir die Refining Forge. Stellen wir erstmal mit hier drauf. Wir brauchen dann dringend mehr Platz, ne? Offensichtlich. Können wir schon so ein paar herstellen. Ein paar Ressourcen sollten wir ja noch haben. Foundations. Wunderbar. Das sind die normalen, oder? Sind ja eigentlich die... Okay, wir suchen einfach mal. Wir haben schon wieder zu viele Sachen. Stellen wir mal die Modde-Teile her. Dann nehmen wir die nochmal raus. Oh, das ist doof. Müssen wir ganz kurz die Demo-Gun auspacken. So. Wir können die Sachen auch umwandeln. Das ist gar kein Problem. Wenn wir die falschen herstellen, dann wandeln wir die Items einfach später um. Da müssen wir nur den entsprechenden Tisch zu hinstellen. Bam. Bam, bam. So, das ist ein bisschen risky. Jetzt am Anfang, wenn ein neues DLC rausgekommen ist, direkt alles mit Modded Items zu bauen. Wir machen das jetzt trotzdem mal. Und hoffen, dass da nichts Böses passiert. Da packen wir noch eine Foundation in die Ecke. So. Dann wird das hier unsere kleine Starterhütte. Okay. Bam. Okay. Dann brauchen wir als nächstes Metall. Drei haben wir schon. Das ist jetzt nicht super viel. Wir haben auch ein bisschen Holz. Dann brauchen wir natürlich einen Kühlschrank. Den stelle ich jetzt mal hier drüben mit hin. Ein Lagerfeuer. Das bauen wir dann einfach auch mit hier rein, oder was? Haben wir schon eins? Nee. Wir haben einen Cooking Pot. Den stelle ich mal hier in die Ecke. Dann können wir das Lagerfeuer ja auch mit da in die Ecke stellen. Wir haben ja alle Platz. Allen Platz der Welt eigentlich. Stuhl vielleicht, so. In unser Gemüsebeet. Mortar und Pestel. Bam, bam. Ups. Autsch. Und da müssen wir jetzt auch uns dringend drum kümmern, dass wir Narcotics ranbekommen. Vorher können wir nichts zähmen. Das heißt, das wird da die absolute Priorität. Und da müssen wir mal schauen, dass wir irgendein Tier vielleicht bekommen, was uns hilft hier, Narcoberries zu farmen. Weil so geht das natürlich nicht allzu schnell. Und wir brauchen Steaks. Das heißt, wir brauchen auch ein Lagerfeuer. Dafür muss ich aber erst wieder Holz holen. Na gut. Das sollte ja schnell gemacht sein. Dann hole ich noch fix ein bisschen Holz. Wir können auch mal die Kiste da runterpacken. Beziehungsweise noch eine zusätzliche dazustellen. Dass wir hier unsere ganzen Sachen einlagern können. Wir nehmen die einfach mit. So, du kommst mit. Genau, da muss ich runter und auch noch die ganzen Sachen hochholen. Unten steht ja auch noch eine Lagerkiste, ne? Wir haben schon wieder ganz schön viel Zeug eigentlich. So sieht es doch schon deutlich wohnlicher aus. Da unten steht unser kleiner Chip. Der kommt immer nicht mit. Wir haben jetzt einen Kühlschrank, wir haben ein paar Storages, wir haben Mortar und Pestle stehen, wir haben schon die Refining Forge. Unser Fleisch brutzelt auch schon schön. Kochpot haben wir auch. Das Dach folgt dann. Das müssen wir noch nachrüsten. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ein Dach brauchen hier drin. Wir haben ja eigentlich schon ein Dach über uns, ne? Aber damit es hier vollständig aussieht, brauchen wir auf jeden Fall noch ein Dach. Ich habe das mal so spitz zulaufend gebaut.
Das passt eigentlich ganz gut hier rein, ne? Nur, dass der Winkel halt nicht zu dem Teich passt, leider. Aber okay. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich coole Base-Location. Ich bin ultra gespannt auf das gesamte DLC, was uns da noch so erwartet. Also, ja, wir werden sehen. Wir werden uns die ganzen Tiere anschauen. Jetzt wird es gerade schon wieder dunkel. Gehen wir mal da rein. Das ist wenigstens schön hell. Und, natürlich zähmen und ausprobieren. Wir haben heute noch kein Tier gesehen, kein neues, also nicht bewusst. Da müssen wir uns umgucken. Es gibt ja einige neue Tiere. Wir haben auf jeden Fall eine komplett neue Map zu erkunden, die mir richtig gut gefällt, die auch richtig spannend aussieht. Also gerade die ganzen komischen Strukturen, die hier überall sind, die wollen auf jeden Fall mal näher begutachtet werden, denke ich. Und man sieht auch immer wieder neue Sachen. Zum Beispiel hier drin diese Beete mit den Plants vs. Bessies Eggs, die da wachsen. Und ja, diese Hydroponic Farms oder was das ist. Das ist ja offensichtlich irgendwie alles in Reihe und Glied hier angepflanzt. Das hat schon irgendeinen Sinn und Zweck, ne? Ihr seht schon, die Season wird auf jeden Fall extrem techy. Und wir werden auch gucken, dass wir möglichst schnell dann so ins Tech-Gear praktisch kommen und uns dann auch hier in Tech aufbauen können. Dass wir mal so ein paar neue Sachen sehen, wieder ein bisschen was Neues machen. Weil in Tech haben wir noch nie so richtig gebaut, ne? Wir hatten schon so ein paar Modded Seasons, wo wir ein bisschen Tech gebaut haben. Aber es wird echt mal Zeit, dass wir da so richtig einsteigen. Ich meine, der Genesis 1 war schon so techy, aber da sind wir nie wirklich ins Tech-Tier gekommen. Und die Base ist ja immer schon fertig, wenn man anfängt, an die Tech-Sachen ranzukommen. Ich hoffe, dass es jetzt so ein bisschen anders ist in dieser Season. Aber wir werden sehen. Das erste Element hätten wir auf jeden Fall schon gefunden. Also das gibt es auch in den Drops. Wir haben schon 3 Element. Also das ist auf jeden Fall schon mal, ja, das macht schon mal Hoffnung auf baldiges Tech-Tier und so weiter. Das war es aber erstmal für heute. Weasel und ich sagen tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise wenn ihr Lust habt, heute Abend im Livestream. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung, in meinem Linktree, relativ weit unten. Da findet ihr auch sämtliche Social Media Links, wo ich immer bekannt gebe, wenn es irgendwas Spannendes Neues gibt. Für diese Folge danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.